Sie hören einen Podcast von Cinema Prime. Der folgende Leitfaden hat zum Ziel, die nicht direkt ausgesprochenen Aspekte des Films zu beleuchten, die aus dramaturgischen Gründen verborgen blieben. Ferner bietet er einen Einblick in die technischen Details der Flotte. Wie viele Mitglieder zählt das Team von Serie Cinema Prime? Es besteht lediglich aus einer einzigen Person, die hinter Cinema Prime steht. Als der Gedanke von Cinema Prime und der innere Strom entstand, entstand auch ein, wenn damals auch nur handgeschriebener, grob skizzierter Kanon. Es gibt Dinge, die mich an vielen Science-Fiction-Serien und Filmen stören. Eine Spezies ist in der Lage, schneller als das Licht durchs All zu reisen. Dafür bedarf es gewaltiger Schutzschilde, die vor Mikrometeoren schützen, die sonst die Außenhülle und die Besatzung durchschlagen würden. Um diese Schutzschilde generieren zu können, muss das Problem der Energiegewinnung gelöst sein. Für diese Schilde und den Antrieb braucht man gewaltige Mengen von Energie. Ich selbst habe noch keinen Film gesehen, in dem das irgendwie zugrunde liegt. Der nächste Punkt ist, die Generatoren dieser Schilde liegen innerhalb der Schutzschilde, nicht außerhalb. Wenn ein Schild dieser Größenordnung nach wenigen Energieentladungen aus einem fremden Schiff schon zusammenbricht, frage ich mich, wie sie dann überhaupt die Mikrometeore glaubhaft zum Schutz der Besatzung und des Schiffs auf längeren Reisen abhalten können. Ein weiterer Punkt ist, dass Technologien mit garantierter Sicherheit nicht so geteilt werden wie in der Familie das Mittag- oder Abendessen. Damit will ich sagen, dass es gewaltige Unterschiede geben wird in der technischen, technologischen und wissenschaftlichen Verteilung. Das mag allein schon daran liegen, dass man der einen oder anderen Spezies eher geneigt ist, etwas zu geben als der andere. Man mag sich fragen, was macht Henry Wunderlich so besonders? Henry Wunderlich kommt aus einer Welt, in der es noch normal ist, mit der Hand etwas selbst zu erstellen bzw. zu bauen. Er besitzt noch Wissen, das für die Bewohner des Universums, in das Henry durch die Anomalie gereist ist, schon lange vergessen ist. Aus Henrys Sicht ist es so, dass er Neues dazulernt. Für Talia ist es unfassbar, dass man dieses alte Wissen noch besitzt. Da beide etwas besitzen, das der andere braucht, und die zwischenmenschliche Interaktion zwischen beiden Spezies funktioniert, kommt es zu einem echten Erfahrungsaustausch. Beide lernen voneinander. Mit den drei Freundinnen, Sandra, Ginger und Beatrice, verhält es sich ebenso. Sie teilen ihr Wissen mit Talia und Talia ihr Wissen mit ihnen. Der Grund mag sein, dass Talia von Henry beeindruckt ist und sie dies auf die drei menschlichen Frauen überträgt. Da ihr jetzt den Hintergrund zur Geschichte kennt, nehme ich an, dass ihr jetzt besser versteht, warum das eine oder andere so ist, wie es ist. Der Hintergrund von Cinema Prime. Wir haben also die Spezies Mensch, die mit all ihren Eigenheiten neu in diesem Universum ist. Ja, sie sind technisch den Spezies in diesem Universum noch unterlegen. Sie besitzen jedoch die Gabe, sehr schnell Neues zu lernen. Talia gehört zur Spezies der Autreska. Diese Spezies ist als Raumfahrer und Navigator bekannt. Im Gegensatz zum Menschen besitzt sie eine natürliche Waffe in ihrem knöchernen Fortsatz am Kopf. Touch ist ein Vertreter der Iridianer. Er kommt von einem Wüstenplaneten, ähnlich dem Planeten Durox. Diese Spezies ist von Natur aus sehr langlebig. Die Iridianer besitzen ebenfalls eine natürliche Waffe. Es ist ihr Biss. Die Hakulaner sind eine hochintelligente Spezies. Ihre genetische Besonderheit ist es, das Wissen, das die Eltern besitzen, an ihre Nachkommen genetisch weiterzugeben. Man kann sich also ohne Probleme vorstellen, dass ein Hakulaner in der 7. oder 8. Generation ein ungeheures Wissen besitzen muss. Wenn man dann noch die extreme Langlebigkeit eines Hakulaner berücksichtigt, besitzen sie das Wissen von mehreren tausend Jahren. Leider liegt es an ihrer Größe sowie ihrem Aussehen, dass sie von den meisten Spezies nur unfreundlich und herablassend behandelt werden. Henry war der Erste, der einen Hakulaner wirklich anständig behandelt hat. Was wiederum der Grund ist, dass er jetzt gleich drei dieser hochintelligenten Wesen zu seiner Mannschaft zählen kann. Mervyn hatte großen Gefallen an der Cyborg-Crew auf der Quert gefunden. Insbesondere hatte er den ersten Offizier, Mann aus Eisen, wie er ihn immer nannte, sehr schnell in sein Herz geschlossen. Mervyn veränderte die Programmierung der Cyborg so, dass sie nach und nach zu fühlenden Wesen wurden.
Henry und seine Freundinnen ihrerseits behandelten die Cyborg-Crew von Anfang an sehr menschlich, was sie innerhalb des Kollektivs der Cyborg zu geschätzten Wesen machte. Wie Talia damals sagte, loyaler als ein Cyborg geht nicht. Sie bezog es damals auf die Programmierung dieser Maschinen. Sie sollte aber dennoch Recht behalten, als die Cyborg zu ihrer eigenen Spezies wurden. Tarek, der Erstgeborene der Cyborg. Nach der Programmveränderung durch Mervyn. War es er selbst, der mit Mervyn zusammen die erste Form einer Waffe entwickelte? Als Henry mit den Harkulaner und den Cyborg diese technischen Möglichkeiten, die diese Waffe besaß, kombinierte, entstand eine ungewöhnliche, bis dahin nicht bekannte Waffe. Parallel dazu entwickelten sich die KI, alleine durch ihre rasend schnelle Prozessorleistung, war es ihnen möglich, hunderte von Generationen in nur wenigen Monaten zu erzeugen. Die letzte KI, die erzeugt wurde, war Verena. Sie entstand aus der ursprünglichen KI der Quert. Sie wurde reprogrammiert und somit die Mutter aller KI. Natürlich hat auch bei der ganzen Entwicklung Soria die Sorianerin dazu beigetragen. Sie war eine der ersten biologischen Wesen, die sich haben noch zu Lebzeiten digitalisieren lassen. Dies war das einzige Verfahren, das es damals gab, einem Cyborg Leben zu geben. Die Tarax und Soxas sind zwei miteinander agierende feindliche Spezies, die einen riesigen Sektor dieses Universums für sich beanspruchen. Innerhalb ihres Sektors haben sie jeden Planeten geplündert und ernten die Bevölkerung als Nahrung ab, da sie jeden Kontakt, den sie mit Fremden hatten, für die Fremden tödlich verlief. War nichts über sie bekannt, zumindest bis zu dem Tag, an dem Tarek und Henry eines dieser Tarax-Mutterschiffe besucht haben. Für Henry war es ausschlaggebend, dass er dort Kinder gefunden hatte, die in Sklaverei leben mussten. Es war die Grenze, die die Tarax nicht hätten überschreiten sollen. Henry und seiner Crew gelang es dennoch, dieses riesige Mutterschiff der Tarax zu überwältigen. Dies setzte eine rasante technische Entwicklung auf seitens von Henrys Crew in Bewegung. Mit einer List war es Henry und seiner Crew gelungen, die Tarax und Soxas in einen Nebel zu verbannen. Henry war es klar, dass das nur eine kurzfristige Lösung war, dass der eigentliche Kampf nur auf einen späteren Zeitpunkt verlegt worden war. Seine Hoffnung war es, bis dahin eine bessere Lösung zu finden. Auf einem erbeuteten Soxas Mutterschiff entdeckten die KI beim Durchforsten der Datenbänke, dass die Erde offenbar von den Soxas angegriffen wurde. Kurze Zeit später wurde von einem Scanner eine sehr große Anomalie ausgemacht, als Henrys Crew den Ursprung der durch das gesamte All ziehenden Anomalien fand, entdeckten sie das Geheimnis des Ursprungs der Tarax und Soxas. Diese beiden Spezies lebten offenbar mit einer hochtechnisierten weiteren Zivilisation zusammen. Den Sokoliraner, die die Erfinder dieser Anomalie waren, am Ursprungsort, hatte jedoch die Anomalie tödliche Folgen für biologisches Leben. Die Sokoliraner hatten sich quasi mit ihrer eigenen Technik ausgelöscht. Henrys Vorteil ist es, dass er beides hat, eine biologische und eine mechanische Crew. Dadurch konnte er die Anomalie schließen und die Datenbänke der Sokoliraner in seinen Besitz bringen. Durch die Ansammlung all dieser Möglichkeiten und die beschleunigte Datenverarbeitung durch die KI hatte Henry und seine Crew auf dem Flug zur Erde genügend Zeit, einen gewaltigen Entwicklungssprung zu vollziehen. Auf der Erde angekommen, fand Henry eine verängstigte Bevölkerung vor. Sein Plan, die Bevölkerung auf die 4-Generationen-Schiffe zu verteilen, zerfiel, als er erkannte, was der Angriff aus der Menschheit gemacht hatte. Allein durch seine Anwesenheit hatte Henry eine Veränderung in Gang gesetzt, die so von ihm nicht geplant war. Nur unter großer Anstrengung war es Henry und seiner Crew möglich, einen größeren Teil der Bevölkerung vor dieser Entwicklung zu schützen. Jetzt, 3 Jahre später, konnte Henry in Zusammenarbeit mit der Erdbevölkerung eine neue und bessere Zukunft formen. Den Harkulanern in Zusammenarbeit mit den Cyborg und der KI gelang es mittels Kraftfeldern, den Mond wieder zu einem Stück zu verbinden. Doch der Feind schläft nicht. Hintergrundinformation zur Technik der Flotte. Die technische Spezifikationen von Henrys Flotte. Phasenverschiebung mittels Generator. Henrys Flotte ist in der Lage, eine besondere Tarnvorrichtung zu nutzen. Ein speziell dafür entwickelter Generator mit eigener Energieversorgung
wird mittels Schussbolzen fest mit dem Schiffskörper verbunden. Daraufhin wird das gesamte Schiff in der Phase, zeitliche Verschiebung, um den hunderttausendsten Teil einer Sekunde in die Vergangenheit verschoben. Diese Verschiebung reicht aus, dass der Gegner die Flotte nicht mehr ausmachen kann. Für die Flotte jedoch besteht die Möglichkeit, mit dem Feind zu interagieren. Bei der Schiffsübernahme wird ein schon phasenverschobener Generator mit Cyborg an Bord des gegnerischen Schiffs teleportiert. In dem Augenblick, wo die Schussbolzen sich mit dem Schiffskörper fest verbinden, geht das gegnerische Schiff in Phasenverschiebung, die Crew des gegnerischen Schiffs verbleibt in ihrer Zeit. So kann ein gegnerisches Schiff ohne Kampf übernommen werden. Absorbertechnologie. Ein Absorber ist in der Lage, jegliche Energie, die er findet, zu absorbieren und in sich zu speichern. Für Henrys Flotte ist es kein Problem mehr, unendliche Energie zu bekommen. Neurales Interface. Die biologische Crew ist mittels eines neuralen Interface in der Lage, sich mit dem neuronalen Netzwerk der Cyborg und der KI zu verbinden. Auf diese Weise kann sich die biologische Crew mit unglaublicher Geschwindigkeit weiterbilden und mit allen auf unvorstellbar große Entfernungen kommunizieren. Persönliche Handfeuerwaffen. Die biologische Crew sowie die KI tragen an der linken Hand einen Handschuh. Dieser Handschuh ist eine Schockwaffe. Je nach Situation kann der Träger die Stärke dieser Schockwaffe variieren. Die Cyborg haben ebenfalls diese Waffe. Sie ist allerdings in ihren Körpern fest verbaut. Persönliche Teleporter. Die persönlichen Teleporter werden mittels eines Chips an der Kleidung des Trägers festgemacht. Der Teleporter wird per Sprachanweisung oder im Notfall auf Berühren aktiviert. Persönliche Teleporter. Weiterentwicklung. Die Weiterentwicklung der persönlichen Teleporter, sie sind für die biologischen Flottenmitglieder im Körper implantiert worden. Optisch dienen sie nur noch als Rangabzeichen. Rangabzeichen. 3 Chips, Rang Admiral, Uniform Rot. 2 Chips, Captain der Flotte, Uniform Rot. 2 Chips, First Commander, Uniform Blau. 1 Chip, Commander, Uniform Blau. 1 Chip, Ensign, Uniform Gelb. Oberste Anweisung. Die Technik der Flotte wird nicht geteilt. Begründung: Die Gefahr, dass sie in Feindeshände gerät, ist gegeben. Replikator. Technik: Die Flotte ist in der Lage, alles, auch hochkomplexe technische Anlagen, in Minuten zu replizieren. Zur Replikation wird lediglich ausreichend Energie gebraucht. Maßeinheiten: Klicks gleich Meter. K-Klick gleich Kilometer Parsec. Gleich Minuten, Dorsec gleich Jahr, Geschwindigkeit. Hyperdrive oder Hypergeschwindigkeit gleich dreifache Lichtgeschwindigkeit, nur mit Großraumschiffen möglich. Sprungtor, Öffnung einer gespiegelten Dimension, wodurch die Strecken wesentlich kürzer sind. Sie werden mit Teleportersonden in Position gebracht. Sprungtore sind in der Lage, in vollen taktischen Zustand zugehen und zu arbeiten. Sprungtor, Weiterentwicklung. Dank des technischen Fortschritts können die Schiffe dieses Sprungtor nun selbst öffnen. Es ist also lediglich erforderlich, ein Tor für die kleineren oder für Flotten fremde Schiffe bereitzustellen, die alleine reisen und keinen solchen Generator besitzen. Ich bin zuversichtlich, dass das Video Ihnen genauso viele Informationen vermittelt hat, wie ich es beabsichtigt habe. Ein freundlicher Kommentar oder sogar ein Abo würde mich sehr erfreuen. Ich hoffe darauf, Sie bald wiederzusehen. Sie hörten einen Podcast von Cinema Prime.
Sie hören einen Podcast von Cinema Prime.